Und damit der Ayo, was geht, Freunde, Ike am Steffel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Silent Hill 2 Remake. Ich glaube, das müsste jetzt die 10. Folge sein. 10 Folgen. Und es geht immer noch weiter. Es ist, ja, geistkrank. Und ja, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wir sind schon ziemlich weit im Spiel, also es ist, glaube ich, nicht mehr weit. Auf jeden Fall, ich freue mich auf das Hotel. Jetzt müssen wir gucken. Hallo. Lass mich doch rein hier. Digga, hä? Kann ich hier rein? Muss ich hier rein? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube noch nicht. Gewehrkugeln. Heilung. Ja, das ist so eine unglaublich bedrückende und ekelhafte Bude, dass ich dir das nicht in Worte fassen kann. Oh mein Gott. Scheiße. Aber hier ist nichts, ne? Ist kein Inhalt, ist gar nichts. Warte mal, ist hier eine Tür offen? Ja. Lass mal erstmal hier runter. Stimmt ja, stimmt ja. Alex Viecher. Ja, was ist das hier? Hilfe, ne? Oh shit. Lass mal hoch. Ah, guck mal, wir sind jetzt, glaube ich, ach du Kacke. Melfi, Melfi, Melfi. Ja, geh doch drauf hier, Junge. Was ist los mit dir? Lan. Geht noch, geht noch. Tonikum. Nee, von da war ich noch nicht. Da unten war ich noch nicht. Jetzt bin ich gespannt, was hier unten ist. Verpiss dich. Ja,
Drecksvieh. Scheiß Fickviech, Alter. Ein Schlüssel, kleiner Schlüssel. Ich glaube, das ist für die Handschellen. Das ist 100% für die Handschellen. Oh shit. Ich glaube. Ja, ist alles richtig? Oder? Ja. Maria. Ich glaube, wenn das so ist, wie es ist, dann ist, glaube ich, Maria nicht mehr unter uns. Richtiger Eiri. Aha. Lass das mal ziehen. Was ist das hier? Aha. Da unten geht's auch. Oh nee. Ich brauche eine Schere, diese Zange brauche ich. Munition. Pistole, Kugel. Pinguinus. Oh, nicht schon wieder. Oh mein Gott. Nicht der Hurensohn. Schnell, James. Jameso. Als ob hier nichts ist. Die ganze Welt liegt vor uns. Nummer 19. Sind das nur so kleine Geschichten? Mehr ist hier nicht. So. Ja, toll. Was, wenn ich hier so lang gehe? Inneres Heiligtum.
Na du scheiß Mistgeburt. Na, was los, hä? Was los? Was los, hä? Kannst nicht mehr, hä? Du Hundesohne, hä? Du Schwanz, der du bist, Alter. Du Bambus, Junge. Nein. Yes. Batz. Zack. Zack, du. Gestaltsgesicht, Alter. So. Okay. Die Schere. Eine Syringe. Mal auf den Hasen. Digga, gut, das ist an der Schnitt, Alter. Entweder war dem langweilig oder. Da war ein Gegner. Jetzt bin ich hier wieder. Guck mal. Warte mal, wo war jetzt nochmal die Stelle? Oh mein Rücken, Mann. Das ist ganz wenig gewesen, warte mal kurz. War da nicht irgendwo ein Loch? Was reingeritzt war. Bin ich dumm? Da war doch irgendwo ein Loch, was reingeritzt, wo man durch konnte, oder? Oder bin ich maximal schäbig? Warte, hier ging's. Ah, ne, hier war nur hier Dings, aber. Guck mal, Munition. Und das nicht wenig, 5 Schuss. Okay. Ich glaube, ich gehe nochmal so zurück, ich glaube, ich schneller. Schau ich, dass seine Waffe liegt hier. Alter, komm, beweg dich. Mann, fick deine Mutter, du Drecksvieh, Alter. Oh, bist du ein Hundesohn. Jetzt mal weg hier, weg hier, weg hier. Kabel, ne? Ja. So. Ab nach unten. Damit. Warte mal, ist das sonst sowas? Ne. Okay, das Spiel, das ich will, dass ich runterspringe, dann springen wir mal runter. Let's go, James! Jamson!
Okay, krass. Ist das die Stelle? Ist, wenn ich wieder hier bin, Alter. What the fuck? Sind wir ja Marie, aber... Komme ich durch die Tür zu ihr? Das verstehe ich nicht. Ja gut, ich glaube, es gehört alles dazu, dass man das macht. Das Ding sieht doch immer mehr anders aus, ne? Habe ich das Gefühl. Hier ist gar nichts. Aber hier ist eine Tür. Ach Digga, bleib doch nicht immer hängen, Mann. Es ist wieder oben, oben bin ich hier gewesen. Hiermit? Gar nicht. Okay. Warte mal, hier, oder? Na, hier ist so Munition. Ist aber keine Wand, die ich einschlagen kann, oder? Nein. Dreieck und Dings nach unten. Dreieck und... Rollst nach unten. Das muss es sein, oder? Hallo. Mann, diese Clipping-Fehler hier, Digga. Nein, ist es nicht. Jetzt muss es sein, glaube ich, oder? Ja. Jetzt ist es so. Alter Schwede. Munition geht langsam wieder.
Warte mal. Ist auch Munition, nice. Du hast so eine Shotgun-Verpackung, Alter. Shotgun-Muni-Verpackung. So, hier durch. Hä? Dasselbe. Was ist das denn? Hier. Oh shit, Digga. Lutschen, Alter. Dritter Tod. Fuck. Ah, Scheißdreck. Ja, ah, ich bin gestorben. Okay, nicht so weit. Ich heile mich jetzt schon mal lieber. Es war einfach zu viel auf einmal, glaube ich. Zu viel Damage auf einmal. Mal. Die Shotgun hast du. Ich wusste hier nicht, dass ich kein Bioti. Hast du gesehen, Alter? So war das. Ach du heilige Scheiße, was passiert hier? Maria! Ich bin nicht so kalt. Mann, du scheiß doppelbeiniger Hurensohn. Ich wollte gerade sagen, da war noch ein Alter. Her damit, her damit! Gib mal diese Munition. Gib mir das. Das hier zwischen. Noch mehr Munition. Nix mehr. Noch mehr Munition. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Da hab ich jetzt 13. Ja, geht. Geht, geht, geht besser, aber geht. Ach du heilige Kacke. Ach du Scheiße. Was passiert hier? Oh, du Hurensohn. Oh, du Hurensohn. Nochmal tot. Ey, Bro, das ist voll schwer, Alter. Voila, das ist voll schwer. Diese Hurensöhne da unten, die fucken mich richtig ab. Oh, die sind richtig bodenlos, die Bastarde.
Richtig bodenlos sind die, Alter. Ich bin zweiter Attempt bis jetzt rechts. Soll ich hier kurz umgucken, Dicker? Wichtiger Inhalt hier. Ja, diese Krabbelviecher. So, geschafft. So. Sind wir erst bei. Nein. Oh mein Gott. Geh rauf, geh rauf. Lass mich durch, lass mich vorbei. Ach du Scheiße. Was, die Technik ist schon sehr beeindruckend aus, Alter. Mit diesem Nebel und so, mit diesem Rauch. Maria. Belastend. Ja, sowohl auch damals als auch heute. Sehr belastend. What the hell? Der Würfel ist weg.
Was ist das denn jetzt? Zustand kann ich nämlich nicht, aber Digga. Einfach die fucking Klinge von dem scheiß Wichser, Alter. Ja gut, kennen wir ja aus dem Original. Im Original konnten wir es sogar benutzen. Aber eher useless. Jetzt können wir durch die Tür. Danke, Bobo. Die Steuerung mit dem Ding ist ja Katastrophe. Der Bruder will sich einfach gerade... Lauf doch geradeaus! Was ist los mit dir, Mann? Dieses scheiß Ding fallen. Milding, Alter. Wenn du es nicht schieben kannst, lass es. So, eine Sekunde, ich esse kurz. Boah, nee, ekelhaft, Alter. Bäh! Eklig, Digga. Boah, was hat meine Oma mir da gegeben? Ich habe einmal reingebissen, bist direkt ausgespuckt. Bah, Digga, ekelerregend. Ekelerregend. Was gibt die mir da, Alter? Bah, ich hab diesen Geschmack im Mund. Was die da teilweise essen, das ist so. Es ist unerträglich. Ungenießbar. Ungenießbar. Absolut ungenießbar, Alter. Boah, mir ist voll übel. Boah, wie ekelhaft war das denn gerade? Was hier? Walter Sullivan? Mission? Dieser Verbrecher trank eine letzte Flasche Bier, bevor er hingerichtet und hier zur Ruhe wurde. Miriam K. Schrader. Eddie Ombrowski. James Sunderland. Warte, und? Angela. Okay. Runter in unser Grab. Boah, Alter. Das kannst du nicht essen, Alter. Das ist ja so bodenlos eklig. Oh, Digga. So, das Gebiet bist du jetzt auch fast fertig haben. Dann noch das Motel und, also Hotel und dann, glaube ich, war es das. Nur im Motel endet ja die Geschichte. Well enough alone, huh? You just had to follow me all the way out here. How many times do I have to kill you? Eddie? Whoa! Eddie, it's me. Oh. Hi, James. Eddie, what are you doing? Well, what's it look like I'm doing? You fat, disgusting piece of shit, you make me sick! You gonna cry, fat ass? You gonna run to your mama? Waste of skin, why don't you just kill yourself? Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit.
But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh! Eddie. What's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. No, I don't want... Shut up! You think I'm stupid. You think I don't see it. But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you, too. You and me, we're the same. We're not like other people, don't you know that? Well, you're about to find out. Oh, Eddie, du fetter Maniac. Lass nadern. Das muss doch irgendein Item, vielleicht ein Heiltrank oder so? Ne. Eddie! Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look? Das ist so geil gemacht hier. Yeah, I ran away after I killed that dog. But you know what? It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Was ist da runter so jetzt? Your turn, James. Alter Maniac, der du bist. I see you. Let's go. Der lebt ja noch. Der kriegt Jagdgewisches und das steht noch. Willst du noch? Das war's.
warte mal. Ja, cool. Man zeigt es mir am Controller. Guck mal, mein Controller ist jetzt grün. Geil, du hast die Statusleiste am Controller, Dicker. Wie gut es dir geht. Das ist ja voll geil. Also die LEDs. So, beleid, Daddy. So, beleid, Habibi, aber du hast mich dazu gezwungen. So, von da kommen wir. Ist jetzt hier der Ausgang. Ugh, ekelhaft. Ich bin zwar ein Fleisch-Fan, Digga, aber zwei, drei Sorten mehr kann ich nicht essen. Andere Fleischarten kriege ich nicht runter. Ente gerade vorhin, der es gibt. Also gut, wenn es richtig zubereitet ist, mag ich Ente sehr gerne. Aber so, Bro, wie meine Oma das gemacht hat, absolut widerwärtig. Obwohl meine Oma wirklich eine gute Köchin ist und die Sachen wirklich meistens sehr gut macht. Aber es gibt so ein paar Gerichte, die kann die einfach nicht und die verkackt die halt komplett. Und jetzt ist mein Controller komplett grün. Weil ich jetzt 100% geheilt bin. Es ist ja voll geil, Digga. Ja, easy. Auf das Boot, Digga. Können wir das Boot selber steuern? Ich hoffe. Auf ins letzte Gebiet! Alte L2 gedrückt, um mit der linken zu paddeln. Digga, geil. Du spürst das Wasser einfach so im Controller, Digga. Was machst du denn? Ich bin gespannt, wie weit wir paddeln müssen. Nein, nein, falsche Taste. Warte, kann ich einfach nicht gedrückt halten? Ja, kann ich, okay. Du musst dich die ganze Zeit links, rechts her, Digga. So. Folgen wir dem Licht. Es kommt doch, wir kommen dem Licht auch immer näher, habe ich das Gefühl, ne? Ja komm, James, paddel, paddel, paddel. Das ist schon hier sehr, sehr atmosphärisch. Wir sind gleich da, ist gleich wieder weiß. Komm mal hier, so. Okay, wir sind da. Das Hotel.
Lakeview Hotel. Der Garten. Das legendäre Hotel, Digga. Ist nicht mehr viel. Ist nicht mehr viel. Gucken, ob hier noch irgendwelche Items sind. Glaube nicht. Lakeview Boost, Bootsverleih. vergiss den Moment auf dem Toluca Lake. $15 pro Tag. Das ist doch ein Schnäppchen. Wie man aus Scheiße Gold machen kann, das kennen die gut. Also ich würde sagen, wir verschwenden hier nicht zu so unsere Zeit. Alter, guck mal, wie atmosphärisch das ist, Digga. Silent Hill 2. Du läufst hier die Treppen hoch, Digga, jetzt. Und du bist einfach in diesem scheiß Hotel. Hoffnungsschimmer. Wenn die Kälte naht, verlassen sie ihre alten Nester, um rechtzeitig zurückzukehren. Da brauche ich etwas, um das aufzumachen. Dieser Teil des Gartens ist wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Wir bitten Sie um Entschuldigung. Diggas Lakeview Hotel, Digga. Das sind dann ein paar Items wahrscheinlich, die da rumliegen. Munition. Shotgun bin ich am besten ausgerüstet, habe ich noch gut Schuss, aber die Pistole ist schon langsam hier leer. Welcome back. Alter. Ist gar nichts. Okay, Lakeview Hotel, also wir haben die ganzen Hotelkarten. Da haben wir jetzt 4-5 Stück, das Gebiet ist glaube ich auch sehr groß. Stuff only. Alter. Did I scare you? Yeah, you did. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Uh-huh. So, you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough, for now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here, isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh. Yeah. Wanna read it? Just don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She's our nurse. I took it from her locker. My dearest Laura. I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone.
I'm far away now. In a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. That means Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. Empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! Alter Schwede. Ja, Mann. Gibt's hier kleine Laura? Ah. Süß. Oh. Was haben wir denn noch für uns? Geil. Laura, was machst du, Liebes? Alles das Rätsel. Kann ich mich erinnern. So. Sehr geehrter Mr. James Sunderland, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Videokassette, die Sie bei Ihrem letzten Aufenthalt in Ihrem Zimmer vergessen haben, gefunden und im Mitarbeiterbereich im ersten Stock gebracht haben. Wir werden sie im Hotel safe aufbewahren und ihnen so bald wie möglich zurückgeben. So. Erstmal speichern. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir machen hier erstmal einen Cut. Wir sind jetzt im Hotel angelangt. Also ist die letzte Ebene. Ich glaube, es werden noch gut 2 Folgen sein und dann sind wir, glaube ich, auch mit dem Spiel fertig.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der neuen Folge Let's Play Silent Hill 2 Remake. Bis dann, checkt die mit zu verschiedene Zwiebeln und haut rein.